befinden uns im Landeanflug auf Terra Flora. Heimat von kohlensäurehaltigen Mineralwasserquellen, winterharten Blumenwiesen und, nicht zu vergessen, dem Immerblütenbaum. Eins ist sicher, Genie. Selbst du kannst mir die Freude über einen Besuch im Garten der Galaxie nicht verderben. Ich bedauere, aber ich glaube, ich kann. Miseras Festung befindet sich jetzt in Reichweite unserer Instrumente. Misera hat sie mit einer Barriere aus Finsterzeitenergie umgeben, die uns daran hindern wird, dort zu landen. Selbst wenn wir genug gereinigte Finsterzeitenergie finden, um dorthin zu gelangen. Rebella, du kennst doch sicherlich einen Weg. Wie, was? Wie kommst du darauf? Du kennst Granita, du kennst Trauma. Es gibt da etwas, das du uns bewusst vorenthalten hast, stimmt's? Hör mal. Selbst wenn es so wäre, es wäre meine Angelegenheit und glaub mir, ihr wollt nicht, dass meine Angelegenheiten zu euren werden, verstanden? Was diese Blumenwiesen betrifft, wie es aussieht, werden wir sie gleich mit eigenen Augen sehen. Bereit für die Landung? Auf jeden Fall. Die Pflanzen auf Terra Flora leiden. Boah. Sieht doch mega aus und ich bekomme ständig Blumensträuße von hier. Eine Dürre steht bevor. Terra Floras berühmter Wasservulkan, die Speispitze, ist nicht mehr aktiv. Diese Stimme? Welch unvergleichliche Schönheit ist es, die mich mit seelenverzehrendem Feuer verstört hat. Sie heißt Genie. Sie ist die KI-Pilotin und Systemmanagerin unseres Schiffs. Und ich bin... Wollen Sie damit sagen, Sie haben diese arme Kreatur an dieses fliegende Ungetüm gefesselt? Was ist das für eine schamlose Ungerechtigkeit? Auch wenn meine Zufriedenheit mit meinen Aufgaben nicht von Belang ist, sind Sie mir doch recht angenehm, Herr... Ich unmanierlicher Tölpel... Vergeben Sie mir, holde Genie. Ich bin Wagner, Chefingenieur des Wiggler Express.
Nichts wäre mir lieber, als ihnen die Überlegenheit der Dampfkraft vorzuführen. Gäbe es da nicht dieses klitzekleine Problem auf den Gleisen? Ein klitzekleines Problem wäre, wenn im Speisewagen die belegten Brötchen ausgehen würden. Aber das ist ein finster Zeittentakel. Ja, und das feiere ich nicht ganz so. Während die Rankenbrüten nicht durch die Düre verwelkt, würde ich das Biest einfach mit meinem Zug überrollen und wäre 0, nichts bei der Speisspitze. Aber wenn es inmitten dieser Trostlosigkeit noch Hoffnung gibt, dann findet man sie im Immerblütenbaum. Vielen Dank, Wagner. Wir machen uns gleich auf den Weg zum Immerblütenbaum und werden deinen Zug bald wieder zum Fahren bringen. Versprochen. Und damit, nach einem viel zu langen Intro, okay, hey, yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario & Rabbids Sparks of Hope. Wir fangen heute direkt an und let's go. Wir sind mittlerweile in Welt 4 und es ist diese Naturwelt, die wir schon in den Trailern gesehen haben. Viel davon habe ich nicht gesehen. Ich weiß, es gibt anscheinend hier irgendein Level, wo man gegen einen Wiggler kämpft. Angeguckt habe ich mir das natürlich auch nicht, um mich nicht zu spoilern, aber ich weiß halt, dass es das gibt. So, schießen wir uns mal hier rüber. Hier ist auch direkt unser MC-Händler, Rabattbot 99, was geht? Ja, was verkaufst du denn Spaßiges? Wie viel kostet bei dir der Key? 12. Genau. Stellt 70% wieder her. Finde ich gut. Ist gekauft. Das ist krass. Die Waffenskins. Die von Bowser sieht actually krass aus. Aber die anderen sind eher so mittelmäßig. Aber das okay. Level 23 Gegner. Warte, bevor ich mich in den Weg stelle. Welches Level bin ich? Ja, das sollte gar kein Problem werden. Nee, wobei... Eigentlich schon. Oh, schnell mit jemandem reden. Ja, perfekt. Dann lässt er dich nämlich in Ruhe. Sieht's aber auch nicht so aus, als... Doch, da hinten gibt's was. Wir müssen da durch. Einfach dran vorbei, sodass er uns nicht sieht. Hier ist keine Brücke. Nein, ich wollte nicht. Das war tatsächlich gar nicht allzu schwer. Ja, es gibt kaum Erfahrungspunkte. Manche Kämpfe lohnen sich. Manche lohnen sich halt einfach gar nicht. Und die sich nicht lohnen, dazu gehört das hier. Ich dachte eigentlich, weil das so aussah, dass man hier eine Brücke erschaffen kann. Aber scheinbar muss hier was wachsen oder so ähnlich. Keine Ahnung, ich würde sagen, wir steppen direkt weiter und ignorieren das. Und kommen zum ersten richtigen Kampf. Den ich jetzt auch mal nicht rausschneiden werde. Weiß nicht, vielleicht findet ihr die Kämpfe ja voll krass und ich schneide die ganze Zeit umsonst raus oder so, keine Ahnung. Ach ja. Ist das nicht wunderbar schön. Das ist jetzt eine andere Stage, die ist viel heller. Sieht cool aus. Wenn ich hier drauf schieße, dann kriegt er Wasserschaden. Bin ich mir ganz sicher. Wobei der aber easy down sein müsste eigentlich. Also mit den Angriffen, die wir zurzeit haben, schon. Ich will trotzdem mal lesen. Nimmt seine mächtigsten Gegner ins Visier und führt Bereichsangriff aus, großen Schaden, blabliblub. Wieso haben die beide ein Huhn in der Hand? Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder eher nicht. Haben wir schon gedasht, ja. Der könnte halt down sein. Wenn wir Glück haben, ja wunderbar. Der kriegt auch nochmal gut Damage mit. Ja. Er kommt angerannt. Wieso kommt er nicht angerannt? Manchmal ein bisschen weird das Ganze, aber ist okay.
Bumm. Was denn das? Die stehen doch direkt davor. Wobei er aber ordentlich Damage kriegt, wenn er da jetzt gleich reinläuft. Das ist gut. Aber Rosalina braucht auch keine Heilung, habe ich gehört. Ja. Wir überleben das. Das ist geil. Ich liebe das. Ja, ist wohl scheinbar nicht so gut gelaufen, sage ich jetzt einfach mal so, also salopp dahin gesagt. Er zieht sie einfach zu sich und er hofft sich davon was Gutes. Wahrscheinlich hätte er einen Flächenangriff machen können dann, also wenn die nicht weggerannt wären. Jetzt muss überlegt werden, was denn am schlausten ist. Aber ich glaube, am schlausten ist es, Bowie nach hier oben zu schicken. Ganz genau. Wenn dann hierhin. Und bitte noch ein Stückchen. Ja, wunderbar. Weil wir mit ihr zweimal dashen können. Viel zu leicht. Na, ob das jetzt so leicht war, ich zweifle mal. Aber wir können jetzt auch mit Rosalina springen. Das ist krass. Damit holen wir die Distance. Wunderbar. Als wäre es gescriptet. Kommt der bis zu mir, ist die Frage. Nö, kommt er nicht. Dann wird da voll reingedrückt. Ratatatatatatata. Das Mikrofon ist hier ganz schön grün. Ich merke das. Das lässt mich durchsichtig machen. Es tut mir leid. Ja, Bowie, du musst natürlich den machen. Wir haben bis jetzt noch nicht wirklich Damage genommen. Das freut mich. Boah, sogar down. Das schmeckt so gut. Ist das nicht ein wunderbares Gefühl? So. Wieso bin ich weg? Das ist nicht gut. Das sollte nicht passieren. Wo ist der Letzte? Der Letzte war doch da rechts. Warte, von hier und dann hier unten. Na, nein. Ach, da oben. Löll, die habe ich gar nicht gesehen. Aber die sollten, glaube ich, auch kein Problem sein. Ja, ich komme hier gut durch. Ah, das fühlt sich nicht so gut an. Aber das hier. Boah, gibt das Damage. Oh mein Gott. War's das? Ah, ja. Okay. Easy. Kettenreaktion kann es also geben. Müssen wir uns schon mal psychisch drauf einstellen, dass wir das mit einberechnen. Das wird gar kein Problem sein. Ganz, ganz easy. Einfach, ja, wenn halt der Gegner so fliegt, wie er fliegt, dann kann es halt sein, dass schlecht. Was steht denn hier? Bipos Wellenkraft muss aufgewertet werden, um dorthin durchzugelangen. Okay, I guess. Was ist mit dir los? Normalerweise gibt es hier eine Rankenbrücke. Ja, aber die kann ich erst spawnen, wenn Bipo besser schreien kann. Und besser schreien kann er wahrscheinlich, wenn wir im Baum drinne waren. I hope. Das muss der Geist des Immerblütenbaums sein. Wir führen nichts Böses im Schilde. Wir können vielmehr helfen, deine majestätische Immerblüte in ihren natürlichen florierenden Zustand zurückzuversetzen. Natürlich, oh großer Geist der Immerblüte. Vielen Dank. Du wirst es nicht bereuen.
macht Spaß, da reinzugehen. Auch wenn ich eigentlich erst gucken wollte, was hier links sich befinden tut. Aber scheinbar auch hier der Weiterweg vorerst für uns versperrt. Ich will hier lang. Juhu. Ja, juhu. Immerhin komme ich jetzt vorbei. Man kann auch an dem Baum hier vorbei. Ah, das ist gut, dass wir das wissen, wo das ist. Muss ich es beim nächsten Mal nicht suchen. Ja, dann steppen wir doch mal hier rein. Was befindet sich da drinne? Jetzt will ich aber hier geisteskranke Sachen sehen. Let's go. Krass, hat sich voll gelohnt. Ich sehe eine Midwave-Flagge oder eine Halbzeit. Ein Checkpoint halt. Sehe hier einen Rückweg. Okay. Und Bilder. Der Wächter hier ist Sabine. Es ist tatsächlich die Sabine. Die beliebte Sängerin, die alles aufgegeben hat, um nachhaltig Pflanzen anzubauen. Ihr Debüt feierte sie als Roxy in die Kaugummi-Automaten-Gang, einer Teenie-Rockband, deren Mitglieder sich nachts in riesige Kaugummi-Automaten verwandeln und Verbrecher bekämpfen. Ich hinterfrag gar nichts. Ich akzeptiere das so, Bibo. Das ist gar kein Problem für mich. Ich finde das gut, ich unterstütze das, das ist toll. Hier befindet sich eine unsichtbare Brücke. Das Bild gucken wir uns gleich noch an. Bumm. Eine Leiter! Und eine weirde Kameraperspektive. Und ein weiteres Bild, was wir uns doch angucken. Sabine hat dann ihren Manager gefeuert und ein experimentelles Album aufgenommen. Komplett unter Wasser. Von Kritikern wurde es als ein künstlerischer Tobsuchtsanfall, der nur pseudo-intellektuellen Snobs gefallen würde, bezeichnet. Ganz ehrlich, ich fand's super. Okay, Bibo. Sehr, sehr schön für diese doch interessante Info. Da war gar nichts. Das ist auch sass hier. Das Gelbe hat mich gecatcht. Das sieht mir nach einem Kubus aus. Ist das mein Begleiter-Kubus? Da kann man durch. Hä? Verstehe ich Dinge nicht? Ah, oder wollte er damit sagen, hier ist eine Brücke? Das kann sein. Ich spring mal hier runter. Und leg das da rein, I guess. Ich hoffe mal, dass das richtig ist, maybe? I don't know. Es fühlt sich zumindest gut an. Also richtig, halt so. Ist, was ich meine. Weiter geht's, weiter geht's. So, hier drüben befindet sich erstmal gar nicht. Wir nehmen dann den mit und gehen wieder zurück. Genau. Ein Like, einmal mehr Content wie diesen hier. Sabines erstes Soloalbum war kommerziell produziertes Teen-Pop-Gesülze. Ich meine, wer hört sich sowas an? Auf deiner Playlist sind 6 Live-Versionen von diesem Album, darunter die neu aufgelegte, die letzte Woche erschienen ist, Bibo. Tja, Bibo, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Lass uns weiter steppen. Ich weiß nicht so ganz, was diese Partikel sind. Auf jeden Fall leckt das Game des Todes, wenn die da sind. Ich kann die auch nicht ausmachen oder so. Ist kein PC-Game, wo man Einstellungen tun kann, die was mit der Grafik zu tun haben. Sabine ist eine Kämpferin. Nach ihrer Gesangskarriere hat sie sich nach Terra Flora zurückgezogen und ein neues Leben als nachhaltige Blumenzüchterin angefangen. Zum Glück gibt es viele Alben, auf denen Sabines wunderschöne Stimme festgehalten wurde. Nur nicht dieses hier. Auf dem klingt sie wie eine rostige Motorsäge. Das hat Bibo wahrscheinlich auch in seiner Playlist.
Aha! Hier ist wieder gelb. Gelb heißt immer, hier ist irgendwie was, aber scheinbar nicht. Doch, hier ist Sass. Da ist der Rätselmeister. Professor Wunderlich. Wo wart ihr denn? Ich stehe vor dem größten Rätsel von Terraflora. Misera. Unfug hat eure Prioritäten wohl ziemlich umgeleitet. Apropos umgeleitet, passt gut auf. Ein Puff, ein Puff, ein Halt. Ist es ein Kinderspielzeug oder ein Triumph vergangener Zeiten? Mit einem Huff und einem Puff war es gezwungen zu halten. Bitte was? Keine Ahnung, was der von uns will? Ich mache einfach mal so, wie ich denke, das ist gut. Ah, wir müssen hier Schienen bauen für den Zoo. Oh mein Gott. Wobei, actually, habe ich Bock drauf. Wie geht diese Brücke an? Gut zu wissen. Ach, da rechts. Nee, das heißt, wir müssen erst das hier rüberziehen. Damit wir hier durch können. Dann können wir das an... streamen. Oh. Oh. Bowser? Oh, okay. Okay, dann eins nach dem anderen. Auf ganz, ganz entspannte Weise. So, wo das hin muss... ist, ich schätze mal, klar. Jetzt screamen wir wieder hier gegen. Nehmen den hier mit. Können wir die hier auch verschieben? Den da können wir verschieben. Wait a moment, wait a moment. Das sind alle? Ja. Wie krieg ich denn? Ah, ich weiß wie. Weil den hier kann man auch noch bewegen. Genau. Gut, wenn ich das... also, wenn ich das richtig einschätze, ja, meine professionelle Aura, dann gehört der hier da rein. Das ist schlechte Positionierung, weil so. Der hier gehört hier rein. Boah, ist das unnötig. Der hier muss auf die Seite rüber. Den hier taken wir. Aua. Was machst du? Boah, ist das umständlich und unnötig. Ich akzeptiere es einfach mal, dass es jetzt halt so ist. Der hier muss dann da oben aktivieren. Dann müssen wir den rüberziehen. Ja. Und den dann auch wieder noch zurückschieben. Oh, ist das unangenehm. Aber jetzt können wir halt den da hier hinschieben. Das ist nicht euer Ernst. Wobei doch, ist richtig so. Wir machen eins nach dem anderen. Doch, eins nach dem anderen. Auf ganz entspannte Art und Weise. Wie geht's euch so? Habt ihr schon ein Like da gelassen? Gute Entscheidung. Das ist das Umständlichste, das ich je gemacht habe. Ist Bowser nicht so stark, dass ihr die einfach werfen? Ich glaube, so zählt das auch. Und der letzte befindet sich hier.
Ich hoffe, ihr wisst alle jetzt, wie es geht. Ihr habt jetzt die Anleitung bekommen. Falls ihr trotzdem nicht weiterkommt, schaut euch ein direktes Tutorial an. Und dann ganz schnell weg hier. Ich feiere dieses Rätsel gar nicht. Was ist mit den Charakteren los? Die sind teilweise in letzter Zeit echt verbuggt. Ich könnte nicht stolzer sein. Ja, ich auch nicht. Was kriegen wir dafür? Niam, 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 niam. Ein Sternentrank. Das hat sich ja voll gelohnt. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Warum mache ich das eigentlich? Weil es Spaß macht. Damit bauen wir die... Jo, cool. Moin, was geht? Das ist sass. Hier ist aber nichts. Okay, dann lass uns doch... Ich glaube, storytechnisch müssen wir hier weiter. Aber lass uns doch den Kampf hier machen. Weil ich gerade Lust auf einen Kampf habe, tatsächlich. Warum denn auch nicht? Das ist die wahre Frage, die wir uns hier und heute stellen müssen. Ich skipp das. Die Kampffelder sehen im Übrigen geisteskrank schön aus. Moin! Ich hab mich gar nicht gesehen. Du kriegst jetzt erstmal von jedem den Dash. Das war nicht meine Intention. Egal, aber dann hierhin. Mit Luck ist er weg. Wunderbar. Ja, schlecht gelaufen. Bowser kann ja gar nichts machen. Ah, doch, wir können da rüberschießen. Boah, das macht sogar richtig gut Damage bei einem. Boom. Ich hoffe, ich habe nicht übersteuert. Das tut mir so leid. Warte. Nee, doch. Ja. Die kriegen dadurch richtig guten Damage. Aber er überlebt das. Mit 0,0 Herzen. Jetzt ist er down, oder? Come on! Wie viele Leben hat er noch? 11. Cool. Bowser steht so offen, dass ich Angst habe, wenn er attackt wird. Deswegen ich einfach mal das Schutzschild droppe. Genau deswegen. Ihr seid neue Gegner. Nee, ihr seid die Dings. Ihr seid einfach nur... Aber was machen die? Es ist schon so lange her. Ich scanne sie jetzt trotzdem nochmal. Ist okay? Haben wir es geschafft? Kann ich jetzt... Also, wäre halt schon schön, wenn ich einfach weitermachen könnte, nicht wahr? Na los. Aua. Ich will jetzt trotzdem einen von denen gescannt haben. Fügt mit einem Rasereiangriff Wasserbomben Schaden hinzu. Okay, die haben nichts Besonderes. Was ist mit meinen Händen los? Ich kann nicht schießen damit. Hoch mit dir. No way. Nee, dich dash ich jetzt weg dafür. Okay. Ich nenne es jetzt mal vorsichtig. Ja, war nicht so gut. Aber halt, Bowser kann noch schießen. Und ich sag mal, wie es ist, wir sollten das auch usen. Ich weiß, ich benutze fast nie den Luma, der uns stärker macht. Aber in der Runde hätte es jetzt halt wirklich gar nichts gebracht. Ich glaube, das hier lohnt sich actually. Ja, lohnt sich vielleicht auch nicht.
Das lohnt sich aber. Ein bisschen mehr Schutz für uns. Weil attacken können wir ja nicht. So, ich gebe den Zug ab. Keine Ahnung, wie ich mich positionieren soll in der Situation jetzt. Aber ich bleib mal so stehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ist nicht so gut, ist nicht so gut, ist nicht so gut. Was ist denn unser Ziel? Müssen wir wieder irgendwelche Runden durchhalten? Ne, wir müssen 8 Gegner besiegen. Aber das klingt nicht viel, ist die Sache. Na, wir hätten es erst mit Bowser dashen sollen. Wobei, ist egal. Mit ihr können wir Double Dashen, deswegen lohnt sich direkt schon. Ist er sogar raus? Ja, das ist doch super. So. Dich habe ich gar nicht gesehen da hinten, Kollege. Wie positioniere ich mich? Ich glaube so. Bitte, 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 bitte. Crits, mehr Crits, mehr Crits. Wunderbar. Schwierig, schwierig, schwierig. Wobei. Doch, ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube nicht, dass wir den hier treffen können. Nee. Den hier. Oh, maybe, wenn wir... Nee, ich glaube nicht. Von hier? Auch nicht. Ah, das ist nicht gut. Aber man kann die ja mal ruhig stellen. Also warum denn auch nicht? Ja, Zug abgeben. Hätte gedacht, er geht so auf Bowser. Das wäre so eine gute Vorlage gewesen, auf Bowser zu gehen. Aber ich verstehe nicht, warum man es nicht tut. Aber ist okay. Kann passieren. Kann passieren. So. Er geht nach da vorne. Ja. Not so good, I would say. Warte, 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 warte. Bowser, komm du auch noch in Range. So. 60% mehr Schaden. Jetzt will ich hier aber schon was sehen. Wunderbar. Und einen noch. Ich würde am liebsten mehrere gerne mitnehmen. Because of the damage. Wegen Dings. Nur einer. Minus eins. War zwar nicht mein Ziel, aber okay. Guys, an der Stelle, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da und abonniert den Channel, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.